Hallo liebe Messerfreunde, hier Udo vom Kanal Richard Riochermann Knives. Ich möchte heute ein Video drehen. Dies ist eine Videoantwort für den Jürgen vom Kanal Jürgen EDC Titanium and More. Und zwar zeige ich auch gleichzeitig schon einen Überblick über meine Messersammlung und greife mir immer wieder welche hervor. Ist die Nummer 1. Hier ist ein Böker, hier sind nur feststehende. Dann geht es weiter mit klassischen Messern. Hier greife ich mir dieses hier aus. Da habe ich auch so Besonderheiten wie dieses Hubertus. Dann geht es weiter mit diesem, ich sage jetzt mal modernen Messer. Da greife ich mir dieses hier. Habe ich ja schon drei. Das lasse ich mal liegen, das hatte ich schon mal. Dann geht es weiter mit, ich sage jetzt mal, moderneren Messern. Real Steel habe ich einige. Lion Steel hier. Das hier. Da geht es vorbei auch an Eigenbauten. Die nehme ich natürlich nicht mit. Das hier ist auch Eigenbau. Das hat hier einen ganz feinen Holzbeschalung, das hier nehme ich mit. Hier zeige ich welche, wo ich renovieren möchte. Das hier zum Beispiel. Und zwei Gebrauchsmesser. Das erste ist ein Müllermesser. Der Mast, ein gegroovter Griff, Backlock, liegt echt sauber in der Hand, bedingt auch durch diese Abschrägung hier. Einer meiner Lieblinge. Dann habe ich hier ein, würde ich sagen, Sondermodell von Firma Glas. Mit einer Laserung. Das Ganze ist richtig geschwungen. Mir gefällt die Art, etwas Besonderes zu haben. Das hier ist das Ascot von der Firma Bestech. Hier gefällt mir saugut die Verarbeitung, das Holzmaterial, die verschiedenen Materialien, der saubere, feine Anschliff. Das hier, Jürgen, das ist auch Titan, ein MKM mit einem wunderschönen Damast. Im Bild sieht man jetzt nicht die Sterne oben auf dem Rücken, aber all gray. Da bin ich am Überlegen, ob ich etwas Farbe durch etwas Temperatur hineinbringen möchte. Mal sehen. Es ist die Nummer 42 von 100. Das hier ist ja auch bekannt. Firma Perceval, Ebenholz, mal wieder Damast. Ein echtes Gentleman-Messer. Meine Gebrauchsmesser möchte ich auch zeigen. Das hier verwende ich für das Futtersammeln von Schildkröten. Vor einiger Zeit habe ich mal bei diesem Stockman mit No Name Griffschalen angebracht. Die sind natürlich schon etwas older, aber ich finde es funktional und somit für den täglichen Gebrauch sinnvoll. Das hier, mein einziges Pack, habe ich täglich in der Werkstatt. So, das war es, ein kleiner Überblick über meine favorisierten Messer. Euer Riochermann.